Basel mit nur zwei Änderungen gegenüber dem Spiel in Moskau, Büya und Oberlin für Steffen und den gesperrten Balanta. Dazu eine Systemumstellung. Raphael Vicky setzt gegen Thun auf ein 4-4-2. Der FCB sofort im Vorwärtsgang. Dritte Minute, Büya beim Eckball. Und Kopfball Ayeti an den Pfosten. Glück für den FC Thun, der gegen die Wucht von Ayeti nichts auszurichten hat. Albion Ayeti, eine echte Verstärkung, der Rückkehrer aus St. Gallen. Nach einer knappen Viertelstunde wird's heikel für Schiedsrichter Fedai San. Achtung, Glarner. Oberlin, faul oder nicht? Und wenn ja, im Strafraum oder nicht? Fedai San entscheidet auf Foul und Freistoß. Glarner fällt leicht, Oberlin macht eigentlich nichts, berührt ihn wohl ein bisschen. Und das auf der Linie. Also wenn ein Pfiff, dann hätte es Penalty sein müssen. Aber so, sagen wir mal, ein gut schweizerischer Kompromiss. Der anschließende Freistoß. Marvin Spielmann und Watzlik bleibt weiter ungeschlagen nach zuletzt 5 Spielen ohne Gegentor. Insgesamt aber der FC Basel, der das Spiel bestimmt. Der Thun weit in die eigene Platzhälfte drängt und zum Abschluss kommt. Ayeti und Roberto reagiert ganz stark. Klasse Parade des Thuner Keepers. Aber der Druck bleibt. Büya mit einem starken Auftritt, nicht nur in dieser Szene. Glarner direkt auf Zuffi und der direkt ins Tor. 1:0 für den FC Basel nach genau 35 Minuten. Stefan Glarner will klären und legt direkt Luca Zuffi auf. Der Ex-Thuner trifft dann ganz genau. Der Meister hält den Druck aufrecht. Torschütze Zuffi. Oberlin gegen den hüftsteifen Gelmi. Büya mit Platz und Roberto wieder reaktionsschnell gegen den Schuss von Kevin Büya. Aber der Basler bekommt gleich die nächste Gelegenheit. Büya, Elionussi, Büya an den Pfosten. Ja, Basel müsste inzwischen höher führen als nur mit 1:0. Thun in der ersten Halbzeit kaum zu sehen. Basel lässt wie schon in Moskau defensiv kaum was zu. Und offensiv Dimitri Oberlin, auch er noch im Moskau-Modus. Sie erinnern sich an seine zahlreich vergebenen Top-Chancen in der Champions League. Und auch heute lässt er die erste Großchance fahrlässig liegen. Die Thuner Abwehr ein ums andere Mal überfordert. Diesmal der Fehler von Bürgi. Elionussi zieht los. Roberto ausgespielt, Elionussi trifft den Pfosten zum dritten Mal Aluminium. Basel zwischen Unvermögen und Pech. Es rollt ein Angriff nach dem anderen. Suchi auf Ayeti gegen Gelmi. Ayeti mit dem überfälligen 2:0, 61. Minute. Der kluge Pass von Suchi und Ayeti setzt erst den Körper gut ein, dann mit feinem Füßchen. Ayeti und Gelmi spielten letzte Saison noch zusammen in St. Gallen. Hier sieht man, warum Gelmi nun in Thun spielt und Ayeti in Basel. Der FCB hinten nicht gefordert, da taucht sogar Michael Lang ganz vorne auf. Aber der Verteidiger vergibt in seinem 250. Superleague-Spiel. Es könnte ein Basler Torfestival sein, es steht aber nur 2:0. Dann Thun für einmal im gegnerischen Strafraum. Sorgic fällt und Schiedsrichter Sand pfeift. Penalty für Thun und Gelb für Suchi. Beides genau richtig. Suchi trifft Sorgic am Bein und der säbelt deshalb am Ball vorbei. Der eingewechselte Costanzo mit der unverhofften Chance zum Anschlusstreffer. Nur noch 2:1, 67. Minute.
Moreno Costanzo mit seinem ersten Tor für den FC Thun. Raphael Vicky muss mit ansehen, wie bei seiner Mannschaft die Kraft schwindet und die drei Punkte plötzlich noch in Gefahr geraten. Allerdings die ganz großen Chancen kreiert Thun nicht. Wir sind schon in der Schlussphase. Und plötzlich Sorgic, Chaka grätscht dazwischen, lang weg mit dem Ball. Der Sieg noch ein weniger zittert, aber hochverdient und viel zu knapp. Es ist ja normal, dass nach so einer strengen Woche, dass man am Schluss, wenn man die Goal nicht macht und der Gegner wieder dran schmeckt, nach dem Penalty, dass man vielleicht noch zurückkommt. Weil im Fußball ist alles möglich, dass der mit uns vielleicht die Beine ein bisschen mehr werden. Aber schlussendlich bin ich einfach froh, dass wir noch die drei Punkte halten. Die Mannschaft hat einen guten Auftritt gezeigt und jetzt haben sie mal einen freien Tag verdient. Drei Punkte und ein freier Tag, dann darf man ja wohl auch etwas feiern und was trinken. Oder sich ganz der Familie widmen.